Und hiermit einen wunderschönen guten Tag. Mittlerweile 126. Folge müsste es sein. Wir befinden uns am Juli, den 5. Tag. Hier bei Hof Bertels geht's los, fast wie in jeder Folge, glaube ich. Macht's für mich aber natürlich auch einfacher, irgendwie als irgendwo mittendrin. Und wir sind auf dem Weg zu Hof Brinker. Da werde ich mir jetzt mal den Kalksteuer ausleihen. Denn aktuell bin ich noch alleine, aber heute ist es auf jeden Fall ein sehr voller Tag und sehr viel steht auf dem Programm und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht bzw. nachgefragt, was bei den anderen Betrieben denn so an Kapazität oder Zeit da ist, um so ein bisschen gemeinsam den Angriff zu starten. Wir können mal gerade das hat hier ausblenden, aber ich kann es euch gleich auch mal einblenden. Genau, es ist so, dass der Raps schon reif ist. So, noch ein Stück weiter hier. Schon mal setzen, dass der Raps reif ist. Wir fast alles vom Weizen schon runter haben. Ich hoffe, euch haben die letzten Videos dazu auch gefallen. Ich habe sie versucht, ein bisschen komplex euch da zusammenzuschneiden. Ein bisschen abwechslungsreicher und geht natürlich nicht immer so. Und jetzt gerade zum Ende des Jahres ja, geht für mich so gefühlstechnisch schon langsam in die Winterferien. Vielleicht seid ihr schon in den Winterferien drin. Niedersachsen ist, glaube ich, 21. der letzte Schultag und dann geht es in die Ferien und in die Advents- oder Weihnachtszeit dann so richtig rein. Da wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Ferien, die auf die Schule gehen unter euch oder aber auch die Eltern mit Kindern. So, hier auf der linken Seite, da liegen auf jeden Fall noch eine Menge an Strohballen. Die Brinker sind momentan pausenlos wieder am Fahren hier. Strohballen. So, ich habe mich für einen Johnny entschieden. Ich wollte hier ein bisschen höher sitzen, habe mir auch noch mal ein Gewicht vorne reingehangen zum Ballastieren, weil ich gedacht habe, Kalk kann noch mal recht schwer werden und dann ist halt einfach noch mal ein bisschen griffiger. Es geht gleich auf die 41. Da wurden gestern die Ballen geräumt und ja, da müssen wir auf jeden Fall mal mit Kalk ein bisschen eine Maßnahme fahren. Genau, dann soll es später eben in den Drusch gehen. Es könnte sein, ich hoffe mal so, dass es kommt, dass wir noch mal ein bisschen den Weizen, die restlichen Weizenflächen runterholen. Agrarservice Brinker, ob da ein passender Druschtermin zu finden ist. Da ist es allerdings auch so, dass zum Beispiel bei Joki heute Weihnachtsfeier ansteht, also im Privaten dann natürlich auch die Weihnachtszeit da voll zugange ist. Schaupi aktuell einem Lehrgang ist und damit halt auch nicht so wirklich da ist. Und ja, dementsprechend natürlich geguckt werden muss, wie die Termine so gemacht werden können und wie hier den landwirtschaftlichen Alltag im Farming Simulator abwickeln. Ja, oder steht auch schon die Presswickelkombi, Presskombi. Wickeln tut sie ja nicht. Wir müssen nicht einwickeln. Der müsste da hinten sein in der Halle. Hier in der rechten Halle muss es sein, ne? Hier steht das Stroh, Alter. Aber full, full. Strohhalle. Gut gefüllt auf jeden Fall. Meine, hier sollte ich jetzt einfach mal rückwärts reinfahren und dann kann ich den hinten gerade rausziehen. Ja, sicher. So, der Kalkstreuer ist, habe ich auf jeden Fall schon mal gezeigt, ne? Ist relativ neu noch, zumindest mir kommt es so vor, relativ neu hier angeschafft worden. Wir sind lange nur ausschließlich mit dem Kalkstreuer von Möllering gefahren. Mittlerweile dann hier so ein bisschen mehr Kapazität auch nochmal, die man transportieren kann. So, dann blenden wir das Ganze mal wieder ein hier. Mal eben das Lenkrad hoch. Wir hängen den ganzen Karren hier an. Kabels rein. Agrarservice Brinker, ihr Partner, wenn es gut werden muss. So ist es nämlich. Ja. Ansonsten, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Folgen jetzt nochmal für die Weihnachtszeit und zwischen den Jahren nochmal ein bisschen in höherer Rate auch euch nochmal
zur Verfügung stellen, dann denke ich, wird es bei mir auch etwas ruhiger werden und dann selber viel unterwegs und gar nicht zu Hause. So dass ich hoffe, dass hier ein paar Videos am Stück für euch kommen. Jetzt haben wir noch Kalk hier. 9170 müssen wir dann am Ende abrechnen. Schaue ich doch mal jetzt auf die Karte, wie fahre ich denn jetzt am dürfsten? Wenn ich hier links wieder hochfahre. Weite nicht bei Live rein, sondern danach die links wieder rein. Und dann müsste ich ja hier den Feldweg wohl entlang, ist das doch, ne? Ich habe hier Feldweg und nee, da komme ich ja gar nicht ran. Oder doch? Doch, da muss ich ja von hier rankommen, wa? Ja doch, das müsste so gehen. Dann fahren wir doch da mal direkt hoch. Ja, warte mal, das hat wieder ausblenden. Ja, ansonsten ist mir aufgefallen, so ein bisschen... da ist der Bremssound wieder. Den will ich doch nochmal rausmachen. Das ist schon in der Mache, dass das da eingestellt wird, dass das nicht bei jedem Fahrzeug so zu hören ist. Und dass es sich dann hier auch speichert. In welcher Lautstärke man das dann eben einstellt. Ja, das sollte doch was werden. So, dann wäre es nicht diese, sondern die nächste. Da fahren wir dann links. Dann würde ich sagen, wir sehen uns entweder beim Kalken oder... Warte. Wollte euch natürlich ja nochmal die Aussicht geben, wo wir dann nachher am Dreschen sind. Zum einen würde ich gerne auf unsere Fläche gehen. Das ist die 21. Da sieht der Raps nämlich schon sehr gut aus. Und direkt gegenüber wäre die Fläche von Livega. Dementsprechend wird sich das da anbieten, dass man das Eck da mal schön runtermäht und eben zusammen quasi macht. Gucken, ob dann eben einer der Livecast da ist, sodass man dann das auch im Kombi machen kann und ein Abfahrer quasi da ist. Und dann wäre auch noch eine Fläche von Brinker da. Jetzt halte ich mal hier an und zeige euch das Ganze mal. Das wäre eben hier hinten das Eck hier, unsere 21 gegenüber die 24 und davon direkt gegenüber nochmal die 76 von Brinker. Alles Raps, was so gedroschen werden könnte. Und dann ist aber auch noch der Raps von Meier ist noch nicht so weit. Der ist ein bisschen später reingegangen, aber hier bei Moppel, Hof Meier, da ist nochmal Weizen und die direkt gegenüber ist auch nochmal Weizen von Brinker. Also die beiden Flächen, die würde ich tatsächlich sogar vorher machen, den Raps lieber noch mal ein bisschen stehen lassen. Da habe ich von Rezi, meine ich, noch im Ohr gesagt bekommen zu haben, den Raps lieber ein Stück zu lange als ein Stück zu früh zu dreschen. Also ein Stück länger stehen zu lassen als ein Stück zu früh, als wenn da noch grüne Sachen dazwischen sind und das Korn sich da nicht löst. Ist aber natürlich auch immer, oder denke ich mir so, ein bisschen Hypothese und kommt aufs Wetter an und Wetterankündigung. Wenn da nochmal ein starker Regen dazwischen ist, ne, dann kann das da ja auch relativ schnell gehen, dass das daraus gebrochen ist, wird und man dadurch dann eben auch Ernteverluste einfährt. So, ich meine ja wohl, dass ich hier richtig bin. Das sind hier einmal unsere Flächen. Da ist schon Gras eingesät worden. So, und hier kommen wir jetzt als Zufahrt auf dem Feldweg drauf. Da würde ich euch auch gerade mal mitnehmen wollen, weil meine Idee war, von Alex dazu wurden diese Feldschranken oder Schranken Field Barriers als Mod ins Mod-Hub eingereicht, veröffentlicht und gebaut. Und ich finde die ziemlich schick. Und ich kenne sowas, dass sowas dann auch eben vor Waldwegen oder im Wald oder aber auch eben auf landwirtschaftlichen Feldwegen, Plattenwegen oder sowas mal zu ist und dann ein Schild daneben steht, eben nur landwirtschaftlicher Verkehr frei. Siehst du, hier stehen schon die Tiere draußen. Das heißt schon, Höhen.
Schöne Tiere. Ja, und genau, diese Schranken würde ich eben gerne auf dieser Karte platzieren, auf oder vor so einem Feldweg, den man nutzt, damit er eben nicht ganzjährig genutzt wird und damit halt so ein bisschen Abwechslung auch in der Optik so auf der Karte irgendwie da ist. Und wollt euch mal fragen, ob ihr das so kennt, auch kennt, dass Schranken vor solchen landwirtschaftlichen Wegen sind, sodass sie eben nicht für jeden Hans und Franz befahrbar sind. Genau. Ob ihr das so kennt und ob ihr auch denkt, dass das schick ist, und dann würde ich dann eben dementsprechend hier mal welche hinstellen, wenn sich das Problem gelöst hat, was ich bisher festgestellt habe, dass nämlich, wenn ich platziere, ich sie noch nicht öffnen kann. Im Singleplayer ist das kein Problem, lokaler Multiplayer auch nicht, aber irgendwie auf dem Dedi-Server leider nicht so. So, dann geht's hier hoch. Und ich denke, jetzt auf der rechten Seite müssen wir gleich hier unser... Oh, sorry, Gegenverkehr. Yes, ist gut. Müssen wir hier gleich auf unsere Fläche raufkommen. So, da sind wir auch schon. Wenn hier die Feldeinfahrt. Ich müsste jetzt lügen, aber einfach behaupten, tue ich es mal. Ich bin das erste Mal auf dieser Fläche. Falls ihr das schon mal anders gesehen habt, in einem Video gerne mal reinschreiben. Aber ich meine wohl, die Fläche kommt mir so richtig neu vor. Und als wäre ich hier hinten da auf dem Eck noch nie gewesen. Also vielleicht ein Jahr alt. Ansonsten weiß ich das auch nicht genau. Na gut, ich baller mal hier den Kalk auf dem Acker rauf und dann sehen wir uns vielleicht später nochmal. Da würde ich hier einen Cut machen an der Stelle, ansonsten ist es eine cutfreie Folge. Ich bedanke mich hier an euch fürs Zuschauen und bis später mal oder bis zum nächsten Mal. Ansonsten frohe Weihnachtszeit und guten Rutsch und so weiter. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Abfahrt. Just happened.